So, meine Freunde, es geht weiter mit Half-Life 2. Ja, lang ist her. Ich muss ja auch noch einiges. Ich habe jetzt lange Dead Space und. Habe ich das schon aufgenommen? Ich glaube nicht. Nein. Nee, hatten wir nicht. Da hatten wir nicht aufgenommen. Genau, wir hatten nämlich. Ich hatte Aufnahmeprobleme. Und vielleicht hatte ich das schon aufgenommen, aber. Ihr habt es noch nicht gesehen. Aber. Das ist ja auch egal. Wir sind jetzt erstmal so dumm und fahren dagegen. wir sind jetzt wieder zurück auf der Flucht. Übrigens ein schöner Film. Und was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. ja, ich habe was richtig Geiles gemacht. Das erzähle ich euch gleich. Aber erstmal müssen wir hier nicht abgeschossen werden. Oh Gott. Aufstoßen. Nicht gut. Au. Wow. Habe ich nicht gut geparkt? Habe ich nicht gut geparkt. Ich habe gut geparkt. Meiner Meinung nach habe ich gut geparkt. So. Und zack. Und zack. Und ja. Ah, fuck. Gehst du wohl kaputt? Du machen mich kaputt. Fertig. Und so. So, und ich werde mal kurz was machen. Ich werde nämlich kurz mich auf offline stellen. So. Weil dann wird mir nicht mehr so ein Scheiß angezeigt. Naja, es ist mitten am Tag und da ist es klar, dass auch andere spielen. Und ich von einem fucking, wie auch immer, es heißt, So. Ah, der Revolver ist schön. Okay, er kann uns nicht treffen, weil wir sind schneller. Wir sind schneller als er. Wir sind schneller. Wow. Wir sind verdammt schnell. So. Boah. Oh, jetzt habe ich nur noch 10 Leben. Fuck. Ich muss versuchen, da ranzukommen. Aua. Komm schon, komm schon, komm schon. Konzentrier dich, Paul. Komm schon. Du kannst es. Du kannst es schaffen. Du kannst der Allerbeste werden. Aua. Hier. Und rein. Au. Ich werde erstmal die Mistviecher hier fertig machen. Kommen da noch mehr? Anscheinend nicht. Aber hier kommen noch Gegner. Okay. Hammer. Au. Mistdinger. Mistviecher. Wie heißen die eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Wieso habe ich gerade einen Ohrwurm von JDs Beerdigung? Ja, ich habe mal wieder Scrubs geguckt. Und da hatte ich gerade die Laverne-Folge. Also wo... Ich will nicht spoilern. So. Fuck. Ich habe gedacht, ich krieg das hin. Mann. Aua. Na, komm her. So, und jetzt hier rein. Weil dann kommen jetzt die Mistviecher hier rein. Dann kann ich die einzeln alle fertig machen. Na komm. So. Haben sie nur eins geworfen. Sehe ich auch gut. Finde ich gut. Hey, wisst ihr was? Ich nehme mal hier die Granate. Du bist auch weg. Und du auch. So. Jetzt müssen wir uns nur noch vorbereiten. Da kommen ja jetzt welche aus der Tür. Das haben wir ja schon gesehen. Da kommt noch einer. Muhaha. Ich kann alles predikten. Also voraussehen. Manche sagen ja, predikten. Das ist ja so ein Gamer-Jargon. Habe ich so das Gefühl gehabt. Also jedenfalls bei Competitive-Spielmodi. Oh, meine Nase ist zu. Das ist voll widerlich. Wow. Und so, und so. Und jetzt muss ich gucken, dass ich da einen gesehen habe. Und hier einer kommt. Ja, okay, das wusste ich noch. Ich habe die Stelle wirklich schon mal aufgenommen. Und deswegen wusste ich das jetzt alles noch, dass da die ganzen Leute kommen. Deswegen rush ich hier ein bisschen durch, damit das schneller geht, damit ich das Projekt schneller abschließen kann. Denn ich habe ein paar geile Projekte vorbereitet.
Ich habe mir sehr viel beim Steam Summer Sale, nee, Winter Sale gekauft. Und da will ich so schnell wie möglich meine jetzigen Projekte abschließen. Wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Da muss ich lang. Immer noch, da muss ich lang. Aua. Ah, fuck. So, Vorsicht. Und du bist weg. Geh weg. Du übrigens auch. Und du auch. Und jetzt werden wir dich hier mal fertig machen. Na, stirb. Motherfucker. Okay. Das ist witzig. Man kann... Hus ab. Wir wollen dich zum Absturz bringen. Komm schon. Bringt nichts. Okay, wir drücken unser Knöpfchen und nehmen uns hier noch den Supply. Dann haben wir nämlich das Tor hier auch aufgemacht und noch ein bisschen was zerstört. Ja. Ich mag Sachen zu zerstören, jedenfalls in Computerspielen. Weil dann kann man die ganze Wut, ich sag jetzt schon wieder was RTL total gegen mich verwenden könnte, die ganze Wut und den Frust in Ego-Shootern, in Killerspielen ablassen. Ja. Manchmal kann ich über dieses Thema extrem lachen, weil es einfach nur so dumm ist. Ja, Killerspiele bringen Amokläufer hervor, weil so und so viel Prozent spielen Killerspiele. Aber die eigentliche Aggressivität kommt ja durch andere Sachen. Wow, böse. Die Aggressivität bei Killerspielen ist ja so, dass man dann einfach, ich bin ja kein Typ, der so sagt, ja, ihr seid doch alle scheiße, ihr Noobs und so. Ich war auf einem TS und es war, wow, da war ich der Einstein gegenüber den Leuten, die da drauf waren. Es war ja extrem krass. Ich sag jetzt nicht, was das für ein TS war, weil das würde ja Rufmord sein und das will ich nicht machen. Ich bin ja so sozial. Ja, gut. Wir müssen immer noch... Haben wir den nicht besiegt oder ist das schon wieder ein neuer Helikopter? Das kann schon wieder ein neuer sein. Nein. Die haben hier ja auch extrem viel Ressourcen. Im Gegensatz zu mir. Wow. Nicht gegenfahren. Das kriegen wir hin. Fuck. Aber wir haben ja kaum Schaden genommen. Der platziert die alle so scheiße, dass ich hier kaum ausweichen kann. Wow, das war gut. Wow. Shit. So. Habe ich schon mal, glaube ich, gefragt, oder? Wo die Vortinord-Höhle ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah! Ich sehe nichts. Hier hoch und jetzt hier rüber. Weil ich es kann. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Weil wir es können. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh, ich habe noch genug Zeit. Naja, eine Minute. Aber es reicht. Minuten reichen. Minuten können manchmal entscheiden. Sogar Sekunden. Zum Beispiel bei LOL oder bei anderen Competitive-Spielarten kann man viel in einer Minute machen. Da kann man neu spawnen, da kann man einen Turm... Fuck it, kommt schon. Ja. Turm einnehmen oder... das komplette Spiel beenden. Also, und da ist schon wieder ein Ladebildschirm. Wir waren noch gerade erst in einem Ladebildschirm. Wir sind voll durchgerusht. Mensch. Sind wir gut. Naja, wie man es nimmt, war. Aber jetzt fängt er wieder an zu ballern. Nicht schön. Rechts oder links? Rechts. Rechts müssen wir fahren. So, und wuh. Und wir wollen wegholen. Und was war das? Nein, aua, ah, nein, ich wollte die Supply-Kiste. Nein, ihr Schweine werdet das alle bezahlen. Jetzt habt ihr euch den falschen Feind gemacht. Jetzt ist Gordon Freeman böse. Aua, ja. Jetzt ist Gordon Freeman badass Motherfucker. Da habe ich auch einen Film gesehen, Riddick. Schönen Gruß an Lenny übrigens, der mir den Film gezeigt hat. Ein wunderbarer Film. So richtig schön badass. Wenn man sich mal so wieder so wie so ein
Yeah, motherfucker. In jedem Film, immer wenn der spricht, das, der Film hieß Riddick. Ich muss hier lang, oder? Ich fahr voll hier richtig alles. Ohne es zu wissen. Und ich muss gucken, ich muss eine Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.